Grüß euch, mein Gespräch. Ich möchte euch jetzt einmal was für die wahre Liebe sagen. Und zwar, wenn ihr eine Person getroffen habt, in meinem Falle eine Dame, und ihr sie mit ganzem Herzen liebt, wenn ihr keinen Augenblick ohne sie sein wollt oder einfach in ihrer Nähe sein, sie spüren, ihre Hand halten und kuscheln und was auch immer, das ist wahre Liebe. Und wie es so schön in einem Lied heißt, wahre Liebe sollte nie zu Ende gehen. Und gerade wenn ich so wie jetzt in der Arbeit bin und nicht bei ihr, dann tut es weh. Weil dann wünscht ihr immer, dass wir einen Transporterbeam hätten und da können die es hierher beamen und mich niedersetzen und in der Pause mit ihr kuscheln. Aber das ist nicht eine emotionale Geschichte, sondern da hängt noch viel, viel mehr dran. Wie man miteinander umgeht, ich gebe zu, ja, weil er einen Fehler gemacht, der was mir erlaubt hat. Und vor allem, wie man zueinander steht. Ich bin zum Beispiel keiner, der was, wenn ich heimkomme, oder wenn ich zu ihr heimkomme, und sehe, dass sie ackert, dass sie in den Haushalt schmeißt, dann setze ich mich nicht auf die Sofa und faulenz, oder ich frage Frau, wo bleibt sie essen, sondern ich helfe ihr. Ich schaue, ob ich einen Müll zusammenpacken kann, oder was auch immer. Zum Haushalt führen können immer zwei. Und ich habe meine eigene Wohnung auch, da bin ich auch sehr oft. Nur ich kann euch jetzt schon versprechen, wenn ihr die wahre Liebe gefunden habt, dann schaut, dass ihr es euch behalten könnt. Und zwar ein Lebtag lang. Denn keiner weiß, wie lange wir noch auf dieser Erde sind. Kein Mensch weiß, wie lange wir leben. Deshalb sollte man jeden Augenblick, so gut es geht, wenn man beieinander ist, wenn man sich spüren kann, sollte man es machen. Und wie ich sie damals zum ersten Mal gesehen habe, beim Spazierengehen, da habe ich mir gedacht, wow, schöne Frau. Und jetzt ist sie die meine. Und das schon seit 10 Jahren. Ich wünsche euch noch 10 Tag. Moment, ja stimmt, 9, 18, jetzt haben wir 18. Und das schon seit 9 Jahren, Entschuldigung. Ich wünsche euch noch 10 Tag. Denkt drüber nach, was ich jetzt gesagt habe. Denn wahre Liebe trifft man nur einmal auf dieser Welt. Es ist 9 Uhr. Danke, Computer. Das war gerade mein Computer, der was mir jetzt nicht hilft bei der Arbeit. Und ihr könnt euch sicher sein, wenn es euch trifft, dann war volle Kanne. Dann den vollen Schlag. Und ich werde es niemals vergessen. Denn es heißt ja in einem Spruch, Liebe ist das Land der Weichheit und Wärme. Pfiat euch, Kapla, euer Wecker.